Und damit herzlich willkommen zurück zu Astellia Online hier aus der Closed Beta. Schön, dass du eingeschaltet hast. Mein Name ist Explorine. Und ja, wir haben Dungeon Quests. Es ist die Frage, Gruppendungeon oder ob wir das Solo machen können, das werden wir nachher sehen. Wir haben auch zwei böse Viecher zu erledigen. Die müssen wohl hier in der Außenwelt sein. Einmal der große böse Wolf. Und einmal da hinten den Dawn. Den haben wir ja letzte Folge gesehen, da haben wir einem anderen Spieler ja geholfen, den zu legen. Da hatten wir die Quest leider noch nicht. Muss man mal schauen. Wo ist denn der größte Wolf? Da ist der Iron Tooth. Der Iron Eisenzahnwolf. Was er drauf hat. Wolf steht für zwei Spieler ausgelegt. Bei dem Dawn steht einer. Obwohl ich bei dem Dawn eher sagen würde, da wäre ein zweiter Spieler gar nicht schlecht. Weil den haben wir ja letzte Folge, wie gesagt, gesehen. Und, Pimpi! Pimpi muss Pipi. Wir gucken wieder, was wir. Eine Kiste oder sowas ist. Alles gebraucht. Eigentlich nicht, weil wir keine Ofen machen derzeit, aber. Ich kann da ja nicht einfach dran vorbeigehen. Gut, und wir hatten ja durch eine Quest, weil ich letzte Folge ja ein bisschen gerätselt habe, ob wir unsere Astels ein bisschen heilen können. Und durch eine Quest haben wir hier diesen Trank gekriegt, habe ich jetzt zwischen den Folgen gesehen. Und damit können wir 20% der Astels des Astellebens heilen. So. Den epischen Ring, den wir letzte Folge gefunden haben, den habe ich jetzt auch mal angelegt. Der bringt uns zwar nur ein Hauptstadt erstmal, also ein Hauptattribut ein bisschen höher. I'm sorry. I can't move anymore. Ja, ist nicht schlimm, Schatz. Und kann man aber noch sockeln, die Dinger. Von daher werden die dann natürlich später, wenn wir den passenden Sockelstein haben. So, der Kollege ist hier oben, da ist er. Den soll man alleine machen? Nee, auch. Nee, okay, auch. Nee, Party. Party. Ja, ist hier jemand in der Nähe, der noch machen muss? Wir schauen uns mal so lange um. Ansonsten versuchen wir es mal. Irgendwas wird eher ein Mana-Problem anstatt ein Damage-Problem. So, komm hier hoch. Nein. Da haben sie was versteckt. La la la. Witzka, hallo! Muss ihn keiner machen. Äh.
Level 10. Wir haben ein bisschen Respekt vor dem. Zabalos, musst du? Nee, du musst du schon. Ja, Kukuma, hi, I need more cool water. Monster shows bam. Guter hat die Akku, ne? Oder wer? Oder was? Wer wird denn jetzt? Wer ist denn jetzt Level 11? Die Explorine ist Level 11. Der Kram spawnt unheimlich schnell nach hier. Ich weiß nicht, ob das jetzt nur extra für die Beta ist oder später im Spiel auch. So, dann gehen wir jetzt die beiden Queste ab beim guten Edron. Und ich hoffe, dass wir dann schon den neuen Astel haben. Kriegen. Der ist nämlich total der Hammer, der Burner. Ich weiß zwar nicht, was er kann und was er macht, aber der ist einfach nur scharf. Rattenscharf. Guten Tag. Aber ich glaube, das war nicht hier. Nee, die Quest war ja von Dirk, ne? We must reclaim Monotron Grasslands. Und die zweite Quest, den Bogen. Gut, neuer Bogen ist auch nicht so schlecht. Wenn er dann was ist. Ja. So. Warte mal, den Kram darf jetzt hier auch schon verbessern, ne? Attack-Rune, also. Attack-Rune Crystal, Attack-Rune Ruby, Saphir, also verschiedene. Runen kann man reinkratzen. Okay. Haben wir hier einen Goodie? Ja, dann müssen wir zum Dungeon. Zu das Dungeon. Da werden wir bestimmt auch eine Quest annehmen können. Freunde, greif mich nicht an, ich bin friendly. Du Fick. Ja. Keine Quest hier? Ernsthaft? Ja, dann würde ich sagen, machen wir es so. Wir sind jetzt bei 9 Minuten. Ja, komm, wir fangen an. Ich habe die Folge jetzt beendet, eine Gruppe gesucht und. Das schaffen wir uns alleine. Ein bisschen Rock Valley. Ja, Schatz, dann komm.
Gucken wir mal, was die Kollegen hier drauf haben. Erstmal looten. Erstmal nicht looten. Was Level hast du? Level 10. Musik habe ich das gerade am Anfang ein bisschen nervös gemacht. Kann natürlich sein, dass das Logo. Na, schauen wir mal. Thundering Shot. Schießt eine Wave Arrows an das Target, um ihn zurückzustoßen. Okay. Wie weit stößt er denn zurück? Und jetzt. Okay. Das kennen wir ja noch aus WoW. Das gab es doch damals von Hunter auch, ne? Haben sie irgendwas rausgenommen. Musik hier dran. Okay, Queste über Queste über Queste. Erste Quest erledigt. Guten Tag. Was haben wir denn hier oben? Gott, noch mehr. Müssen wir so viel. Wir müssen sowieso, glaube ich, hier hoch. Dann geht's weiter. Und diese Quest wäre halt. Wir sollen da oben. Okay, wer bist du? Kann ich direkt looten ohne Stress? Okay, glaube nicht. Gut, dann aufnehmen mit Gefühl. Ja, besser aufpacken. Was? Okay, ich denke mal, wenn wir einen höheren Schwierigkeitsgrad drin sind, dann wird da bestimmt auch gut drin sein. Solo-Modus ist ja dann wirklich keine Herausforderung.
Aber ich habe immer noch nicht rausbekommen, wie meine Schwierigkeitsgrad ändert. Müssen wir die zerstören oder sind das? Ja, wir haben da oben immer noch was. Was soll man denn da machen? Die drei, was sind die drei? Defeat Kasak, den Gladiator. Was ist das denn? Oder spawnen wir jedes Mal, wo du reingehst, verschiedene Bosse. Natürlich auch sein, was verpackt ist. Alles ist möglich. Na gut, pass auf, dann wir gehen weiter. Später wieder, können wir auch. Kasak. Kasak. Kukuma. Da auch eine Treasure Chest? Eine Treasure Chest? Nee, das ja nicht. Okay. I'm sorry. Okay, kein Problem. I can't move anymore. Mach Pause. Pause, Kim. Mach Pause. Treasure Chest. Wird man hier so? Oh. Nee, darfst du nicht. Da werden die aber sauer hier. Was haben wir denn da oben? Defeat Bloodfist Warriors. Haben wir hier schon gesehen? Es ist ganz schön groß hier. Blauer Drop. Okay, das sind die Warriors. Warriors. Die kommen gleich beide. Warte mal eben platt machen. Oder? So, jetzt darfst du mal Aggro ziehen, ich schätze, ne? Was für eine Nuss? Da waren die ja anstrengender. Ja.
So, was sagt der Mana-Haushalt? Könnte ein bisschen eng werden. Schwupps und drauf. Okay, warte, meine Flasche. Und der letzte Warrior, oh Gott, zwei von denen. Das ist nicht normal. Ja. I'm sorry. Oh. I can't move anymore. So. Da auch eine Treasure Chest hier. Nee. Gut, okay. Das haben wir, das haben wir, das haben wir. Endboss. I believe he is there. There is a big house over there, siehst du? Explore hat die richtigen, das richtige Nächste. Oh. Ja, unser Freund! Mein Plan! Komm, dann müssen wir helfen. Zack, zack! So. Hallo, wie? Wo ist er? Was hast du mit unserem Astel gemacht? Boah, gibt aber auch wenig Mana, oder? Macht das Mana aber Zeit. Potion that recovers MP over 10 seconds. Puh. Gut, dann. 1, 2, 3, Freude! Tja! Guck mal! Okay, check. Weg, weg. Roter Bubble am Boden. I'm sorry. Weg. You are too late. The child has already been taken to the forest of Colossuses. The child of the star. I don't know what that is, but Lady Yuria said she was a vital part of our grand plan. Shikava said Yuria went to the forest of Colossuses. Where could that be? I'm sorry. Pisces knows the way of the sea, but not so much about the land. We should head back to Dirk. He should know about the forest, if it is in Ragferont. Yes. Ja, dann müssen wir doch jetzt einen neuen Astel kriegen. Farming Dungeons unlock at level 15. The dungeon menu can be activated by using the U key. Ah, okay. Schau mal aus. Aber wir sind noch keine Level 15. Okay, wenn alle Partymember den Dungeon, den aktiven Dungeon verlassen, wird dieser nach 10 Minuten gesettet. So. Es rückelt ein wenig. There's a familiar face next to Dirk. That Gordo jelly must have been effective. Ja, well, they do say good. We must reclaim Monotron grasslands. Wir gehen mal jetzt eine ganze Quest ab hier. In the name of Norden, we're going head to head against the orcs.
So, Dirk. Alles erledigt. You defeated Shikatha on your own? That's incredible. The demon. Ja, haben wir den jetzt auch gekriegt, oder? Achso, ja. Das ist jetzt, glaube ich. So. Ja. Ich freue mich. So, neue Quest. Wir müssen reclaim Monotron Grasslands. Oh, da kann man noch eine Quest abgeben. So. Was haben wir denn jetzt? Highway Sentry, deliver the letter to Konya during Sentry Post. Ja, aber was ich jetzt natürlich machen will, ist ganz klar. Mal weg hier, wenn das Bild latscht. 1, 2, 3. Wupp. Tetrinio, whose butt needs some kicking? Was macht denn der hier? Keine alle Minuten, wo trägt er mich von Parlament aus? Täter. Also wie ist das? Das Stunt oder so eine Art, ne? Binds, Caster and Enemy. Disabling Movement Propos. Ja, geil. Absolut geil. Ich freue mich. Frage, wie lange bleibt ihr die ganze Zeit? Ne, wahrscheinlich ja nicht. Ne? Und die andere Frage ist, können wir... Das können wir mal eben testen. Können wir... Kakuma! Ne, wir können immer noch drei. I need more cool water. Und dann sind sie alle weg. Okay. AP kostet 100. AP kostet 100. AP kostet 100. Ah, okay, das ist jetzt... Sehe ich das richtig? Ist der untere Balken. Wenn ich jetzt drauf drücke, müsste der um 100 runtergehen. Guck mal. Ja, okay. Also der Balken lädt sich hier unten auf. Und solange er aktiv ist, geht er wieder runter. Ja, okay. Wieder was dazugelernt. Gut. Haben wir noch ein Achievement oder so weit? Zwei sogar. Was kriegen wir denn hier? Was ist denn das? What's that? Heiltrank. Okay. Was ist das jetzt für ein Trank? Atratonic. Recharge AP a bit faster. Can really be obtained from Promosos and Dungeons. Okay. Weapon and Handman Stone. Ah, den haben wir durchs Listen gekriegt, ne? Ja. Gut, dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Ich danke fürs Zuschauen, wünsche auf jeden Fall noch einen schönen Tag, schönen Abend, je nachdem, wann du die Folge siehst, und sage tschüss, bis demnächst, bye bye und ciao, ciao.